Fereshteh Shweta ist Musikerin. Die gebürtige Iranerin, die seit ihrer Kindheit in Österreich lebt, ist auch Autorin eines Buches. Tahereh heißt die Frau, die Fereshteh Shweta bekannt machen wollte. Ist sie doch eine Schlüsselfigur in der Geschichte der Emanzipation der Frau. Tahereh war eine bekannte Dichterin im Persien des 19. Jahrhunderts. Sie hat nach Jahrhunderten der Unterdrückung der Frau als erste den Schleier abgelegt. Den Schleier, dieses allgegenwärtige Symbol der Unterdrückung der Frau. Und sie hat natürlich ihr Leben hingegeben für diese ihre Überzeugung. Tahereh wurde 1817 geboren. Persien galt damals als rückständige Nation, in sich zerstritten durch Korruption und Glaubensfanatismus. An eine Gleichstellung der Frau dachte niemand. Im Gegenteil. Manche islamische Geistliche behaupteten sogar, Frauen besäßen keine Seele und wären Tieren gleichgestellt. Tahereh wehrte sich gegen solche Vorurteile auch öffentlich. Sie hat ja in der messianischen Erwartung gelebt, dass ein neuer Weltenlehrer kommen wird, der auch der Frauen die Rechte geben wird, die ihnen jetzt noch nicht zustanden damals. Und sie war immer auf der Suche nach diesem Weltenlehrer. Sie hat dann den Bab gefunden. Der Bab ist der Verkünder eines neuen Zeitalters und der Vorläufer der Bahá'í-Religion. Der Bab, der beanspruchte, der Träger einer neuen Religion in der Nachfolge des Islam zu sein, schrieb Tahereh diesen Brief. Darin ernannte er sie zum 17. Buchstaben des Lebendigen, vergleichbar einer Apostelin. Als der Bab 1848 eine Konferenz nach Badasht einberief, um die Richtlinien der neuen Religion festzulegen, war Tahereh die einzige Frau unter 80 Männern. Sie durfte nur getrennt von den Männern hinter einem Vorhang der Konferenz beiwohnen. Doch dann ereignete sich der Höhepunkt der Konferenz, der Bruch mit der Vergangenheit. Und plötzlich erscheint Tahereh in ihrem schönsten Schmuck, unverschleiert, vor diesen 80 Gefährten, vor diesen 80 Männern. Sehr viele waren verwirrt, manche sind davongelaufen, haben ihren Glauben abgeschworen. Aber wieder andere erinnerten sich an die alten islamischen Überlieferungen, der zufolge Fatime selbst am Tage des Gerichts erscheinen muss, unverschleiert. Und erkannten in Tahereh sozusagen diese Erscheinung der Fatime. Und Tahereh war aber ganz ruhig und sang ihre Oden und Gedichte und sagte den Gefährten, was für ein wichtiger, bedeutungsvoller Tag es ist und sie sollen doch freudig sein und feiern und den neuen Tag sozusagen miteinander freudig begehen. Dieses Auftreten blieb für Tahereh und die anderen Anhänger des Bab nicht ungestraft. Tahereh wurde in Teheran 3 Jahre lang gefangen gehalten und 1852 im Ilkhane-Garten erdrosselt. Doch ihre Ideale blieben. Tahereh inspirierte viele Frauen, so auch Marianne Heinisch, die Mutter des ersten österreichischen Bundespräsidenten und Begründerin der österreichischen Frauenbewegung. Mit ihrer Forderung nach der Errichtung von Realgymnasien für Mädchen und die Zulassung von Frauen zum Hochschulstudium hat sie einen wichtigen Beitrag für die Emanzipation der Frau geleistet. Marianne Heinisch wollte nach eigenen Aussagen das für die Frauen Österreichs erreichen, was damals die Tahereh für die in Persien bewirkt hatte. Aus der Religion des Bab ist die Bahá'í-Religion entstanden, die heute ihr spirituelles Zentrum in Haifa hat. Auch wenn es zu Lebzeiten Tahereh die Bahá'í noch nicht gab, gilt sie als Vorläuferin. Eines der Ziele dieser monotheistischen Religion ist die Einheit aller Völker und Religionen. Hauptsächlich war es ihr, natürlich ist es ihr um die Gleichberechtigung von Mann und Frau gegangen. Aber das ist nicht möglich ohne den anderen Prinzipien. Denn dazu gehört auch das Ablegen aller Vorurteile, ob religiöser, rassischer, nationaler Art. Dazu gehört die selbstständige Erforschung der Wahrheit. Dazu gehört die allgemeine Bildung für beide Geschlechter, besonders für die Mädchen. Dazu gehört die soziale Gerechtigkeit und die Errichtung des Weltfriedens. Das waren alles Anliegen der Tahereh, die sie aber in ihrer Weise nur durch die Emanzipation artikulieren konnte in ihrer Zeit.